Ja, hallo und herzlich willkommen zum ersten Video meiner neuen Serie hier. Und zwar möchte ich euch in dieser Serie einfach zeigen, wie ihr ja eine einfache Android-App selbst programmieren könnt. Und ja, das ist die erste Ausgabe, deswegen werde ich euch erstmal so einen kleinen Überblick geben. Und zwar habe ich vor, erst so mehrere kleine Applikationen selbst zu programmieren. Und in jeder Applikation habe ich dann so verschiedene Sachen, die ich damit einbinden werde. Und die können dann für euch später nützlich sein, wenn ihr dann euer eigenes Projekt habt. Dann könnt ihr immer mal hier wieder so reingucken, wie ich das und das gemacht habe. Und dann aus all den ja, Folgen, die wir jetzt hier machen werden, euch dann das Nützliche rauspicken, was ihr dann später braucht. Deswegen werde ich immer so ungefähr 5-Minuten-Videos machen. Meistens wird es wahrscheinlich ein bisschen länger. Aber an die 5 Minuten will ich mich so halten eigentlich. Und damit es auch nicht immer zu viel pro Folge ist und ihr das besser wiederfinden könnt. Weil es ist klar, wenn ihr euch das jetzt hier hintereinander anguckt, werdet ihr das nicht gleich können. Das werdet ihr einfach ein bisschen, ja, öfters mal ein Video angucken wollen, weil am Anfang vergisst man das auch. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich jetzt nicht der Android-Profi bin. Also ich habe mir selbst vor einem Jahr, habe ich glaube ich damit angefangen, das beigebracht, auch mit teilweise englischen Tutorials. Aber ich finde es, ich wollte es einfach noch mal selbst wiedergeben. Und deswegen mache ich jetzt diese Videoreihe, weil das sicher auch für euch ziemlich interessant ist. So, dann können wir auch gleich beginnen. Ihr geht auf die Seite, wo ich den Link euch in die Beschreibung gestellt habe, und da geht ihr einfach auf Download. Das ist sozusagen das Programm, das wir brauchen. Dann wählt ihr da noch einmal eure Bit-Version, entweder 64 oder 32-Bit aus. Wenn ihr nicht wisst, was eure, wie viel Bit ihr habt, dann könnt ihr das auch einfach in den Systemeinstellungen nachgucken. Da steht das eigentlich bei Windows eigentlich immer, meine ich. So, nachdem ihr das jetzt installiert habt und runtergeladen habt, musstet ihr das ja entpacken, weil das eine ZIP-Datei ist. Und dann geht einfach mal in den Ordner, wo ihr das entpackt habt. Da müssten jetzt zwei Ordner sein und eine Datei. Und da werden wir jetzt einfach einen neuen Ordner erstellen, den ihr dann, was weiß ich, Arbeitsplatz oder so nennen wollt. Ich könnte es auch Englisch Workspace nennen. Wir wollen das jetzt aber eigentlich eher Deutsch machen, deswegen nenne ich das mal Arbeitsplatz. Und da kommen dann nachher unsere Projekte rein. Und da werden die dann halt reingespeichert, dann können wir das besser wiederfinden. Und dann, um das Programm zu starten, geht ihr in den Eclipse-Ordner. Und in dem Eclipse-Ordner findet ihr dann gleich ja, das ganz normale Programm. Es ist nicht so, dass ihr da irgendwie so einen Desktop-Button kriegt. Das ist eigentlich alles mehr in diesem Ordner hier. Das liegt halt daran, weil es auch vorher einfach eine ZIP war. So, jetzt sind wir im Eclipse-Ordner. Und hier seht ihr natürlich schon die Anwendung Eclipse mit diesem lilanen Logo. Die könnt ihr jetzt öffnen und dann kommt ihr sozusagen in das Programm. Und das fragt jetzt auch am Anfang gleich, welchen Ordner wir denn benutzen wollen, um unsere Sachen abzuspeichern. Da suchen wir uns jetzt einfach wieder unseren Arbeitsplatzordner, den wir gerade erstellt haben, raus, damit das auch alles schön geordnet ist. So, da müssen wir einmal eben kurz suchen. Das ist ja bei euch dann auch anders, je nachdem, wie ihr das speichern wollt. Und jetzt können wir halt auf OK drücken und dann kommen wir in die ganz normale Oberfläche. So, das ist jetzt das Fenster. Und das habe ich gleich mal maximiert. Und ja, so ist es aufgebaut. Hier fragt ihr natürlich erst gleich, ob wir ein Projekt erstellen wollen. Das könnt ihr auch gleich machen. Im nächsten Video werde ich euch dann zeigen, wie ihr ein Projekt erstellt. Jetzt kann ich eigentlich nur noch ein Schlusswort finden und hier ein bisschen mich durch dieses Programm klicken. Und zwar, ja, hoffe ich, dass euch dieses Video gefällt oder diese Serie auch gefällt, weil es ist einfach ziemlich interessant, finde ich. Auch gerade passt das ja auch zu meinem Kanal, weil ich sehr viel mit Apps und sozusagen so zu tun habe. Da habe ich gedacht, ja, wenn du da sowieso schon gerade dabei bist, dich damit auseinanderzusetzen mit den Apps, dann kann ich euch das ja auch gleich zeigen. Und deswegen werde ich jetzt diese Serie machen, um euch das auch näher zu bringen. Und auch wenn ihr das, wenn ihr gar keine App selbst programmieren wollt, ist es vielleicht auch für euch interessant, einfach nur zu wissen, wie sowas funktioniert und wie das aufgebaut ist. Weil natürlich in den ersten 15 Folgen wird es ja erstmal hauptsächlich darum gehen,
wie man wie überhaupt alles sowas aufgebaut ist und wie so eine App zusammengesetzt ist. Und ich muss noch dazu sagen, dass ich kein Spiel sozusagen jetzt hier programmieren werde, weil das ist auf jeden Fall nochmal viel aufwendiger als eine einfache App oder was weiß ich, eine Quiz-App könnten wir vielleicht machen oder so einen kleinen Rechner, das macht man eigentlich immer gerne als Start, irgendwie so einen Rechner machen. Und das können wir jetzt erstmal zu Beginn irgendwie uns ins Visier nehmen und uns als Ziel setzen. Und ja, dann hoffe ich, dass es euch gefällt und dass wir uns jetzt öfters sehen. Ich werde jetzt erstmal 15 Folgen hochladen und dann werde ich immer ab und zu wieder neue Folgen dazu hochladen. Also, wir sehen uns dann gleich im nächsten Video, wenn es euch interessiert. Dort werden wir dann das erste Projekt erstellen und vielleicht auch schon ja, ein bisschen programmieren. Aber ich glaube, erstmal werde ich euch so die Grundzüge erklären. Also, dann sehen wir uns gleich.